Blue Shift bekommt anscheinend sogar auch einen Fan-Remake. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verfolgt habe. Ist das nicht das Fan-Remake gewesen? Konnte ich mir jetzt aussuchen, wie ich ihn umbringe oder was? Also, an irgendeinem Remake haben sie ewig gearbeitet oder arbeiten sie schon seit Ewigkeiten. Ich wette, die sind trotzdem gut platziert, die Minen. Es schläft bestimmt nur. Ich habe nur das gelesen, dass es irgendwo bei einem Teil, also bei einem Remake ewig gedauert hat. Was sollen die Kopfkrabben sein? Aber irgendwie ekliger aus dem Real. Push the fire. What happened there? Eine Kopfkrabbenkanone? Wie lustig ist denn das? Okay. Genau, du spielst das Fan-Remake zum Original. Die Add-ons waren ja Blue Shift und Opposing Force. Und dein Blue Shift wird anscheinend auch gearbeitet. Nice. Das ist very nice. Also ich hänge gerne so ein bisschen nostalgiemäßig rum, ne? Deswegen. Oh, Alter. Ist der Daniel wieder erschrocken? Besser gesagt, nicht drauf geachtet. Na toll. Ja, mehreres Gewimmer. Feier. Da war er wieder, der Kofferträger. Bin Volltrottel, ne? Ich habe einfach mal die Tür zu spät geöffnet. Ja, toll. Den Teil, den du spielst, haben wir 2015 angefangen zu überarbeiten. Okay, krass, krass, krass. Da rein. Ich würde sagen, weggebeamt, aber ich glaube, tot. Da ist irgendwie so ein bisschen Blut an der Wand. Wir sind schon ziemlich deep im Shit drinnen, ne? Mit deepem Shit meine ich. Wir sind ziemlich weit vorgedrungen. Ob das Namen sind von den Entwicklern? Verewigen sich ja gerne mal so irgendwie, ne? Oh ja, okay. Also wir werden wahrscheinlich gleich wieder auf Soldaten treffen. Vermute ich. Scheiße, erschossen, ey. Kann mir auch Besseres vorstellen.
gut, dass ich nicht so wenig HP habe, sonst müsste ich das hier alles 100 Dosen Cola trinken oder so. Ich finde das geil. Da hinten haben sie einen erschossen oder mehrere erschossen auf der Toilette und da steht einfach noch einer. Hier ist auch exekutiert wahrscheinlich. Er hat überlebt. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Warum hast du nicht vorher schon... Bist du nicht hier gerade drum rumgelaufen? Da ist ein toter Wissenschaftler drin. Jetzt sag nicht, du bist später gekommen. Bro, wer hat die erschossen? Das warst doch du. Wir sind nicht attackiert worden von irgendwelchen Aliens. Durchgedreht und hat einfach alle erschossen. Swear. Muss auch gestehen, hab die Orange Box mal auf der Gamescom gewonnen, aber nie gezockt. Ich hab sogar... Wartet mal, habe ich nicht sogar das Original Half-Life? So, die Kamera ist gespiegelt, ne? Aber man sieht's ja. Original Half-Life. Und Half-Life 2. Would you be quiet? Vor allem die komplett deutsche Originalversion, wo sich die Erschossenen hinsetzen und nicht sterben und mit dem Kopf schütteln. You're not scared, are you? Does it look cooler if I hold my gun like this? Cool, sowas noch rumliegen zu haben. Mir ist ja gerade ein bisschen was runtergefallen. Ja. Ich habe damals auch auf LAN-Partys haben wir Half-Life gespielt. Deathmatch. Das ist so richtig cool eigentlich. Ich habe auch noch original eingeschweißt Dark Age of Camelot hier rumliegen. Mein Kumpel, das für mich gespielt hat und hat mir irgendwann mal eine Kopie gegeben. Ich habe das aber nie gespielt. Original verschweißt. Komm auf eine... Auf einer Gamescom den Code für Episode 2 bekommen, hat nur 5 Jahre gedauert. Get on your game face, Doc. 5 Jahre, bis du es gespielt hast, okay. Er hat keine Waffe, ne? Das könnte jetzt interessant werden. Er hat doch eine Waffe. Wie er losgestürmt ist. Kollege. Ich versuche ja immer die Soldaten zu retten, ne? Macht sich halt immer schwer, wenn die einfach dann so losspotten. Oder einfach nicht reagieren. Vorhin ist einfach einer gestorben, weil er einfach nicht von der Granate weggegangen ist. Ich habe alle erschossen, der letzte hat eine Granate geworfen. Und er so... Hey, did you hear something? Putsch, tot.
So, wir werden gleich den Knopf drücken. Der stille Alarm, ich hätte, den muss man drücken, damit hier irgendwas passiert. Oh. Sagt er, dass hier eine Schrotflinte liegt. Und die Armbrust hier ist auch echt heftig, ne? Ich weiß noch nicht, ob die Multiplayer-One-Shot war. Den Revolver habe ich auch schon wieder. Hier habe ich die komplette Bewaffnung wie vorher. So keine Minen mehr. So, jetzt die Kollegen gerettet haben. Warum ist hier Blut? Okay. I keep thinking you're about to say something profound. Voila, grüß dich. Ich habe jetzt wieder RTX eingerichtet. Hast du Urlaub oder was? Du kannst mal, wenn du Bock hast, überprüfen, ob das jetzt irgendwie asynchron ist. Schön, haben wir beide Urlaub. Stimmt, das erzählt das ja. Wegen Urlaub seid ihr dann in der Region. Hab jetzt RTX Voice wieder eingerichtet. Ich hab die Klimaanlage jetzt nicht an, weil noch ist es kalt genug. Kalt. Aber was mich interessieren würde, ich hatte das nämlich beobachtet, dass hier irgendwie das asynchron aussieht. Wenn ich hier RTX Voice an habe. Und dann geht das ja erstmal gefiltert in OBS rein. Das dauert dann immer noch einen Augenblick. Ich habe mir die Aufnahme gestern von Tarkov mal angehört. Ist wirklich richtig schnarrig. Das stört mich extrem. Oh ja. Mal, habe ich die? Die habe ich ja schon. Da bringt mir alles nichts, ne? Munition habe ich ja auch schon. Ja, du könntest deiner Cam einen kleinen Delay verpassen, so ca. 250 Millisekunden. Boah. Das war gleich on stream. Warum ist unser Kollege jetzt nicht mitgekommen? Den ich angequatscht hab, ne? Kannst mir schon helfen, Dude. Okay, I'll wait here and help anybody else who comes by. Nein, du kommst mit. Let's get the hell out of here. Was ist mit dir? Sorry, Freeman. Er ist stuck. Ich glaub's nicht. Warum stellst du dich auch hier drauf, Junge? Any idea of how many of our crew have died? Sorry? Willst du vielleicht mal da runterkommen, Bro? Mach zur Seite. Brotkasten, genau. Brotkast. Er hängt auf der Kiste. Ach komm. Dann halt nicht. Stirbt eh wahrscheinlich. Sagen wir mal einen Gegenstand ein und schlag ihn damit auf den Kopf. Ohne Scheiß, das könnte helfen. Pardon me, Doc. Er ist hier stuck, ne? Oh? 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 Let me get out of your way. Nutzt einen Speedrunner. Okay. Hab ich hier irgendwo eine Kiste? Are we getting any closer? Let me get out of your way here. I'll secure this area. Nimmst du dich persönlich, Bro? Tötet ihn wahrscheinlich, ne?
Was denn du für ein Holzschädel, Junge? Would you be quiet? Would you be moving, maybe? Also, ich könnte ihn anschießen, aber... Was sind das für ein korrupter Spielstand, den ich da geladen habe? Meine Phrase. T-Baggen könnte auch helfen. Naja. Und einen gewissen Punkt wird uns eh nicht mehr unterstützen. Also lassen wir es jetzt einfach mal so. Durch. Mach euch mal Licht an, ne? Ihr seht ja gar nichts hier auf dem Bildschirm. Hier weiter? Nee. Okay, Push to fire. Geil. Soll ich da schon mal drauf drücken? Passiert bestimmt was ganz Dolles, ne? Ich geh erstmal unten gucken. So, super. Jetzt! Ich wollte gerade fragen, keine Ahnung, wie die Wissenschaftler da gestorben sind. Aber jetzt könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Aber keine Ahnung, wie der gestorben ist. Stell dich mal ganz dicht zu ihm in den Speicher und lade. Falls du mal Zeit hast, kannst du den C anschmeißen und lauschen, ob der Ton ordentlich klingt. Ja, ich vertraue dir mal. Werde ich wahrscheinlich machen, wenn ich dann kurz mal Mittagessen gehe. Oder mir das Mittagessen mache, sagen wir mal so. Sonst gibt's auch bald Mittag. Ja, ich habe halt, warte mal, um 10:45 habe ich erst gefrühstückt. Ja, nun. Erfahrung wissen wir, dass wir hier den Revolver nehmen sollten. Eine Gefangene. Wie warm ist es gestern bei dir im Zimmer geworden? Ist ein Thermometer bei dir? Nee, habe ich leider nicht. Ich kann aber am Rechner theoretisch gucken. Unterm Rechner hängt ein Temperaturfühler nach außen. Aber es war gestern auf jeden Fall merklich kühler im Arbeitszimmer als in der restlichen Wohnung. Naja. Schön. Ja, der Revolver ist halt mega stark. Wo muss ich jetzt lang? Ja, auf jeden Fall nicht. Aber bei Armbrust habe ich sogar noch gar nicht wirklich mit geschossen, muss ich zugeben. Oh ja. Ach so. Mhm. Schöne Falle. Wow, oh, das ist sehr glatt hier drin, ne? Ist da irgendwas, was ich mir da holen kann? Nö. Die Sache ist jetzt die. Kann ich theoretisch da drüber springen? Nee, ne?